Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, mit dieser wundervollen Drachen-Eidechsen-Optik-Kombination verlassen wir jetzt erstmal das Büro von Professor Fig und gehen zum Kräutkunde. Oh, es geht schon wieder los. Gerade erst ins Spiel reingekommen und schon kann ich nicht mehr sprechen. Es ist einfach zum Verzweifeln. Also, wir wollen natürlich zum Kräuterkunde-Unterricht. Da müssen wir auch runter und... Ich weiß den Weg immer noch nicht, weil mein Gehirn mir sagt, was auch die Punkte, kannst du hinterherlaufen. Also brauche ich mir das nicht zu merken. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall raus müssen. Und, also denke ich zumindest mal, dass wir den Kräuterkundeunterricht draußen machen. Ich kenne es zumindest von den Harry Potter Spielen so, dass das meistens irgendwie so ein Gartenhäuschen so eine Art ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es hier ist. Ich weiß auch nicht, inwiefern die da irgendwas... grob übernommen haben. Ich meine, klar, Hogwarts, ne, ist natürlich schon... Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ein Werwolf, ne, mit dem ja, quasi das Einhorn am Kämpfen ist. Was? Hedwig hat sie gesagt? Hat die gerade Hedwig gesagt? Ich habe es jetzt gar nicht... hier müssen wir runter. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht, aber das ist auch... Doch, das ist doch das, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Aber hier ist anscheinend auch nichts. So. Züchtet sie schon wieder Pungus-Zwiebeln? Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo! Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Accio! Mal sehen, was wir für unsere fasrigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Die Frau hat doch eindeutig Drogen genommen, oder? Mit unserem Neuzugang reden. Okay, wir reden sofort miteinander, kein Thema. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass ich in der letzten Folge noch nicht geguckt habe, was wir hier eigentlich tauschen können. Das war das Alte, ne? Genau. Wir hatten doch irgendwas Neues bekommen. Oder haben wir die Sachen jetzt alle schon angezogen? Nee, der Hut. Der Hut ist doch neu. Das ist 12. Jetzt sehe ich noch schlimmer aus wie Professor Trelawney. Oh Gott.
Warum tut ihr mir das an, liebe Spielemacher? Ganz ehrlich, also... warum kann ich nicht einfach irgendwie was anziehen, was nach mir aussieht? Oder was zumindest schön aussieht im Gegensatz zu dem hier? Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Okay. Ob Hippogreife wohl Knöte? Ja, Professor. Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich wäre fast taub geworden, ja. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Laune des Nifflers oder Rosen? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. 10 Minuten. Du kannst diese Pflanze Dünger hinzufügen, um ihren Ertrag zu erhöhen. Du kannst Dünger herstellen, indem du einen Doom-Komposter beschwörst. Okay. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Meine Finger beißen? Oh Gott. Okay, der ist oben, wenn ich das richtig sehe. Hallo. Ah, hier. Hi. Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Leander. Das erinnert mich irgendwie an Oleander, sag ich schon fast. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wo müssen wir jetzt hin? Links rum? Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen... Los, hol ein paar Kohlköpfe. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Okay. Können wir die auch behalten, wenn wir die einmal genommen haben? Wie soll ich denn die Kohlköpfe jetzt da drauf werfen? Achso, halte L1 gedrückt und tippe auf R, um das Werkzeugrad zu öffnen. Achso, den chinesischen Kohl. Okay. Okay. Zum Anlegen loslassen. Nee, dann schießt die aber. Hä? Achso, tippe anschließend auf LB. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Und Gnome mussten, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Ich hab's mir vorgestellt, ja. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen.
Bei Wasserwegerich- und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Okay. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Hä, hey, was war das gerade? Also die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Da hinten, ah, da ist wieder ein Schloss dran, was wir natürlich nicht öffnen können, ne? Oh, 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 nein. Lenkpflaumen. Diese orangefarbene, rettichartige Frucht hängt kopfüber schwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Okay. Revelio. So, haben wir denn noch irgendwas? Das können wir aber sonst nichts mehr einsammeln, ne? Okay, ich habe schon gedacht, ob man die vielleicht aufschießen kann oder so, aber anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück in den Unterricht. Das hat man schon aktiviert, sehr schön. Nein, wir müssen hier rein. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Okay. Wusstest du, dass du die Alraune... Hoffentlich gefällt den Alraunen ihr neues Zuhause. Wenn ich dafür schon mein Gehör opfern muss. Ich war mich gerade am Unterhalten. Wenn etwas wächst, müssen wir es zuerst verstehen. Das gilt für Pflanzen wie für Freundschaften. Güte und Achtsamkeit. Immer noch 4 Minuten. Okay. Die Frage ist, müssen wir da jetzt drauf warten oder müssen wir da jetzt nicht drauf warten? Und die andere Frage, was ist das denn? Wird freigeschaltet durch den Kauf von, ach so, das sind die Samen, okay. Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht. Okay, wie ich mich heilen kann, weiß ich ja eigentlich immer noch nicht, ne? Das ist schon, eigentlich müsste ich das doch, ist das mit, nee, das war das Anvisieren. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt darauf warten sollen, dass wir die Pflanze vielleicht irgendwie ernten. Oder, oh, stehe hier, glaube ich, ein bisschen gefährlich an der anderen Pflanze. Moment, die können wir aber mitnehmen hier, ne? Und da liegt noch was auf dem Tisch. Liebe Frau Professor Garlic, wie überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß, kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach ihnen sind. Alles, was sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein, vom Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von ihnen abschaut, während sie sie unterrichten. Lenora vergüttert sie. Ich bin mir sicher, das tun alle ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen. Eleanor Everley. Immer diese komplizierten Namen. Rebellion. So, das können wir auch nehmen. Sehr schön. Und ich glaube, ich hatte da... Nee, da nicht. Da können wir nichts nehmen. Doch, da hinten ist noch was. Den nehmen wir auch mal direkt. Ich habe zwar keine Ahnung... Ja gut, wir haben jetzt noch keine Zauberkunst in dem Sinne gehabt. Also, dass wir jetzt hier... Dings machen können. Tränke machen können. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich denke, dass wir die mitnehmen können, wenn die ausgewachsen ist. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die hat was von Dünger, hatten sie vorhin geschrieben. Aber hier ist nichts, womit ich Dünger machen kann, glaube ich. Oder? Ja, es sind nur die normalen Tische, ne? Ich gucke noch mal kurz. Naja, das ist alles nur...
Nö, also hier kann ich anscheinend mit nichts wirklich Dünger machen. Dann würde ich sagen, dass ich hier noch eben die 2 Minuten knapp warte, bis das durch ist, damit wir einfach mal herausfinden können, ob wir dann tatsächlich das mitnehmen können oder irgendwas Spezielles damit machen können. Ich werde das dann überspringen. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ja, wir können die Blätter tatsächlich einsammeln. Cool, jetzt haben wir schon 5 Blätter insgesamt. Wir können das Ganze nochmal untersuchen. Ah, verstehe. Man kann quasi alle 10 Minuten theoretisch, kann man hier neue Blätter einsammeln davon. Ja, das ist aber auf jeden Fall gut zu wissen. Wir haben aber jetzt aktuell, glaube ich, auch noch gar keine Quest drin, kann das sein? Also kein Ziel. Zaubertränke. Oh, wo wir gerade schon davon gesprochen haben. Okay, dann werden wir das doch mal verfolgen. Mal schauen, wo wir da hin müssen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen Madame Kogawa dachte. Vor dem Flohpulver war. Doch, kann ich mir vorstellen, weil ich laufe schließlich hier überall rum. Und, ach so, ja, Thema. Da sagt übrigens gerade was. Fällt mir gerade ein. Nein. Ach. Ich wollte eigentlich zoomen. Ich wollte nicht die Seite ändern. Aber da haben wir keinen Punkt. Obwohl doch da hätten wir theoretisch einen Punkt. Den wir jetzt gerade aber nicht anvisieren können. Naja, gut. Ich dachte, wir könnten vielleicht mit Flohpulver dann schneller dahin. Grundsätzlich sicher auch keine schlechte Idee, aber das konnte ich jetzt nicht so richtig anvisieren. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist hier, wenn man nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Revelio. Ich wette, er weiß noch mehr über den Koboldaufstand. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als 5. Klässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Man darf nicht gegen den Uhrzeigersinn rühren. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Okay, nur um das kurz klarzustellen. Also wir haben natürlich im Uhrzeigersinn am Ende... Das ist so
bescheuert aus. Wir haben natürlich im Uhrzeigersinn am Ende gearbeitet, aber davor haben wir gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Mein Mega-Power-Trank ist Müll. Ich wünschte, ich könnte einfach einen von J. Pippins nehmen. Professor Sharp sagt, der Mega-Power-Trank heilt Wunden. Hoffentlich brauche ich ihn nie. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja, richtig gehört. Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für einen weiteren Zaubertrank hole. Genial! Du, meine Freundin, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Warte mal, bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Ich halte das nicht für eine gute Idee, aber ja, ich mach's mal. Ich bring dir die Fupa-Feder, wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst. Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wer gut vorbereitet sein will. Straßenköterfell, okay. Memorandum. Betreff Borgins und Burgs. Bei Borgins und Burgs kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Revelio. Okay. Aschwinderin. Ah ja, eine Aschwinderin, okay. Schuluniform. Achso, das sind Kerzen. Ich hab's nur flackern sehen. Also leuchten sehen. Ah. Das ist aber eine sehr große Feder, die ich sammeln soll. Oh, Sammlung gefunden. Fupa. Okay. Aber mehr brauche ich jetzt, glaube ich, nicht hier raus, ne? Haben wir, glaube ich, alles. Wo ist er denn? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Hier ist die Fupa-Feder, die du wolltest. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Idurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Okay. Nee. Da. Sollen sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort. Mega-Power-Trank. Dafür fehlt mir noch Hornklumpsaft. Hornklumpsaft, wie kriege ich den denn? Gut, aber den können wir machen. Dafür haben wir die Zutaten jetzt geholt. Brauzeit eine halbe Minute. Naja, die können wir jetzt auch noch überstehen. Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er mit dauerhafter Steinhaut bedeckt wird. Ah, das ist der. Okay. Ja. Sollen wir den direkt mal ausprobieren? Ich hoffe nicht. Weil ich denke mal, dass der vielleicht später noch wichtig sein könnte. Ich weiß es ja nicht. Und die Frage wäre dann, ob er... Also wie lange er denn hält. Einmal aufheben. So, aber Hornklumpsaft hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Jetzt das Malvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, so war das nicht. Ah! Gareth! Rachendunk, was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ich war das nicht.
Ich habe den Edurus-Trank gebraut, wie gewünscht. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Ich weiß nicht, was er meint. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen, Professor. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will, kommt bei mir nicht weit. Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Okay. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Ich wollte gerade sagen, wieso zeigt er mir jetzt an, dass ich hier hingehen soll? Unterrichtsstunde abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, ich vermute aber mal, dass ich immer hier hinkommen kann, theoretisch, und meine Tränke machen kann. Das wäre natürlich geil. Ja, dann würde ich mal sagen, was können wir denn hier noch nehmen für eine Aufgabe? Da wurde mir doch gerade noch eine... Ach so, das war diese eine wahrscheinlich, ne? Weltkarte. Ja, ja, das Dorf. Ja, ja. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich das als nächstes. Weil da, wo ich jetzt bin, habe ich jetzt nicht so wirklich viel, was ich jetzt noch tun kann. Ja, ihr Lieben, was jetzt kommt, das wisst ihr vermutlich schon. Da das wieder ein komplett anderer Teil ist und wir diesen... Ja, oder die letzten beiden Unterrichte im Endeffekt sehr schön abgeschlossen haben. Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut mit dieser wundervollen Aussicht dieser geilen Drachenbrille. Und ich hoffe wirklich inständig, dass ich irgendwann meine Klamotten selber machen kann. Wenn ihr darüber mehr Bescheid wisst, dann schreibt es mir bitte auch gerne in die Kommentare, damit ich mich auf etwas freuen kann oder eben nicht auf etwas freuen kann, was die Optik betrifft. Weil das ist doch wirklich grausam, ehrlich gesagt. Ich meine, der Hut, der sieht schon schlimm aus, aber da kann ich noch mit leben. Die Sachen, die ich anhab und so, also die Sachen, die ich anhab, die gehen im Moment. Wobei, eventuell müsste ich die auch noch austauschen, gucke ich gleich mal nach. Der Schal geht auch noch, aber die Brille, die geht hier mal so gar nicht. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns mit Nati treffen. Bis dann, ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.